Blockadebuch, die Hungerblockade Leningrads 1941 bis 1944. Feststehender Entschluss des Führers ist es, Moskau und Leningrad dem Erdboden gleichzumachen, um zu verhindern, dass Menschen darin bleiben, die wir dann im Winter ernähren müssten. Kriegstagebuch von Generaloberst Halder am 8. Juli 1941. Der Führer ist entschlossen, die Stadt Petersburg vom Erdboden verschwinden zu lassen. Es besteht nach der Niederwerfung Sowjetrusslands keinerlei Interesse an dem Fortbestand dieser Großsiedlung. Sich aus der Lage der Stadt ergebende Bitten um Übergabe werden abgeschlagen werden, dass das Problem des Verbleibens und der Ernährung der Bevölkerung von uns nicht gelöst werden kann und soll. Ein Interesse an der Erhaltung auch nur eines Teils dieser großstädtischen Bevölkerung besteht in diesem Existenzkrieg unsererseits nicht. Schreiben der Seekriegsleitung an die Heeresgruppe Nord vom 29. September 1941. In die russischen Städte gehen wir nicht hinein. Sie müssen vollkommen ersterben. Wir brauchen uns da gar keine Gewissensbisse zu machen. Wir leben uns nicht in die Rolle des Kindermädchens hinein. Wir haben überhaupt keine Verpflichtung den Leuten gegenüber. Ich gehe an diese Sache eiskalt heran. Hitler am 17. Oktober 1941. Auszug aus dem Tagebuch, das die 11-jährige Tanja Savitscheva ab Dezember 1941 nach dem Tod ihrer Mutter in Leningrad weiterführte. Schenja, die Schwester, starb am 28. Dezember um 12 Uhr vormittags. Oma starb am 25. Januar, 3 Uhr nachmittags. Joscha, der Bruder, starb am 17. März um 5 Uhr vormittags. Onkel Wasja starb am 13. April um 2 Uhr nach Mitternacht. Onkel Joscha am 10. Mai um 4 Uhr nachmittags. Mutter am 13. Mai um 7.30 Uhr vormittags. Die Savitschevs sind tot. Alle sind tot. Nur Tanja ist übrig geblieben. Tanja Savitscheva starb im Mai 1944 an den Spätfolgen des ersten Hungerwinters. Ihr Tagebuch wurde im Nürnberger Prozess als Material der Anklage vorgelegt. Die Blockade Leningrads war eines der größten Verbrechen im deutschen Eroberungs- und Vernichtungsfeldzug in Osteuropa. Sie zielte auf die restlose Zerstörung der Stadt und die Auslöschung ihrer Einwohner. Mehr als 1 Million Menschen verloren durch die Blockade ihr Leben. Sie begann am 8. September 1941 und dauerte 28 Monate, fast 900 Tage, bis zur Befreiung der Stadt durch die Rote Armee am 27. Januar 1944. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, Cornelius Kopfink und ich begrüßen Sie sehr herzlich zu der ersten Lesung heute. Es gibt viele Gründe, unserem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus auch an diesen 27. Januar im Jahr 1944 zu erinnern. Denn er hat in Westdeutschland, anders als in der DDR, kaum Eingang in das kulturelle Gedächtnis an den Zweiten Weltkrieg gefunden. Im Gegensatz zum allgegenwärtigen Stalingrad, das als Schicksal des hungernden und frierenden, von der Führung verheizten deutschen Soldaten erzählt wird, dazu noch die sibirische Kälte der Kriegsgefangenschaft. Die Blockade Leningrads aber offenbart den verbrecherischen Kern des deutschen Krieges. In der Sowjetunion wurde Leningrad nach dem Krieg zur Heldenstadt ernannt. Die offiziellen Erzählungen hoben die Heldentaten der Roten Armee und der Führung der Partei hervor, zunächst natürlich Stalins.
Die Erinnerung an die tatsächlich unglaublichen Leistungen der Menschen in der Millionenstadt wurde so zunehmend unter verordnendem Propagandapathos verschüttet. Das war die Situation, als sich Alois Adamowicz und Daniel Granin in den 70er Jahren daran machten, die Überlebenden selbst zu befragen, nach ihren Aufzeichnungen zu suchen. Das Ergebnis ihrer Langarbeit war das Blockadebuch. Nach Teilveröffentlichung 1979 zuerst 1984 als Buch erschien, auch übrigens dann in der DDR, und dann ohne die Eingriffe der Zensur neu im Jahr 2014 700 Seiten stark. Dieses Buch ist dies und man kann es jetzt im Moment noch bei der Bundeszentrale für politische Bildung beziehen. Alois Adamowicz hatte ab 1943 als Partisan gekämpft. Er wurde dann Schriftsteller, veröffentlichte ein Zeitzeugenbuch mit dem Titel »Ich komme aus einem brennenden Dorf« über das Schicksal der Dörfer in Weißrussland. Er war Gründungsmitglied von Memorial. Daniel Granin war Leningrader. Er kämpfte als Soldat an der Verteidigungslinie der Stadt. Das verarbeitete er unter anderem in seinem bekanntesten Roman »Mein Leutnant«. Am 27. Januar, am Gedenktag 2014, hielt Daniel Granin die Festrede im Deutschen Bundestag. Adamowicz und Granin schildern in ihrem Buch immer wieder, wie erschüttert selbst sie, die ja vieles wussten, von dem war, was sie hörten und lasen. Dabei sagten ihnen die Zeitzeugen oft, dass sie ihnen nicht alles erzählen könnten. Nicht alles, was sie gehört haben, haben die beiden dann in das Blockadebuch aufgenommen. Es war ihnen, selbst ihnen, zu schrecklich. Die Auswahl aus den Berichten für das immer dicker werdende Buch hat sie gequält, denn sie wollten allen gerecht werden, umfassend vom Epos menschlichen Leidens erzählen und begreifen, verstehen, wie Leningrad damals durchhalten konnte. Die Menschen sollten mit diesem Buch selbst zu Wort kommen. Das versuchen wir ja auch im Kleinen mit den Lesungen zum 27. Januar. Ich möchte es so sagen, zuhören ist ja das Mindeste, was wir heute noch tun können, auch wenn es schwer werden wird, gerade heute Abend. Zunächst aber müssen wir uns der deutschen Seite zuwenden, den Belagerern Leningrads, der militärischen Lage, den ideologischen Grundlagen des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Dessen Ziele und Prinzipien waren schon vor Beginn des sogenannten Unternehmens Barbarossa ausgearbeitet und dann im Generalplan Ost weiterentwickelt worden. Das erklärte Ziel war, die Sowjetunion zu zerschlagen, das Gebiet bis zum Ural durch Umsiedlung zu germanisieren und sich so die Ressourcen für Ernährung und Energie, vor allem im Süden der damaligen Sowjetunion, zu sichern. Nur für diese Arbeit würden die slawischen Menschen als Arbeitskräfte noch gebraucht und verbraucht werden. Die städtische Bevölkerung, Industrie und Dienstleistung würde dafür weniger gebraucht, ihre Ernährung daher zweitrangig. In allen strategischen Plänen der Nazis wird die Zahl von 30 Millionen überflüssiger Menschen, vor allem im Norden der Sowjetunion, genannt, von denen zweifellos zig Millionen verhungern werden, wie es in den Heeresmitteilungen öfter heißt. Was mit den Menschen geschehen sollte, wurde bewusst im Ungefähren gelassen. Für die Nazis galt das Dogma, dass dieser Krieg sich selbst ernähren müsse, dass also die deutsche Wehrmacht mit all ihren Ablegern aus dem eroberten Land ernährt und insgesamt versorgt werden müsse und dass möglichst viel in die Heimat geschafft würde, damit die Heimat nicht wieder revoltiere, wie 1918. Die unterworfene einheimische Bevölkerung müsse immer an zweiter Stelle kommen. Für ihre Ernährung trage die Armee in diesem Krieg keinerlei Verantwortung. Den Ausspruch von Hitler haben wir gehört, Hermann Göring hat es genauso grob ausgesprochen, Zitat, »In jedem dieser besetzten Gebiete sehe ich die Leute vollgefressen und im eigenen Volk herrscht Hunger. Die ewige Sorge für die Fremden muss jetzt endlich mal aufhören. Es ist mir gleichgültig, ob Sie sagen, dass die Leute wegen Hungers umfallen. Mögen Sie dies tun, solange nur ein Deutscher nicht wegen Hungers umfällt.« Zitat Ende.
Die Notwendigkeit äußerster Rücksichtslosigkeit, auch ein Begriff, der immer wieder auftaucht, die ja über jeder Moral auch stehen müsse, wurde zusätzlich mit der angeblichen Bedrohung durch das internationale Judentum begründet und mit der Notwendigkeit, es in Notwehr auszurotten. Hitler sagte am 9. November 1941 in einer programmatischen Rede, Zitat, der größte Diener des Judentums ist nun einmal Sowjetrussland. Der Mann, der vorübergehend Herr dieses Staates wurde, ist nichts anderes als ein Instrument in der Hand dieses allmächtigen Judentums. Zitat Ende. Am 8. September 1941 wurde mit der Eroberung von Schlüsselburg am Ladoga-See der Belagerungsring um Leningrad geschlossen, im Süden von der 18. Armee der deutschen Wehrmacht, im Norden von der finnischen Armee, dazu später. Und wenn Sie bei der Gelegenheit einen kurzen Blick auf die Karte werfen wollen, auf diese Seite, da sehen Sie die Frontverläufe. Das Dunkle ist das Gebiet, das noch von der sowjetischen Roten Armee beherrscht wurde. Und das Hellere ist die deutsche Besatzung. Und Sie sehen, dass die Verbindung zwischen rechts, dem großen Sowjetunion-Gebiet und der Stadt Leningrad unterbrochen gewesen ist. Das war die Situation seit dem 8. September 1941. Auch wenn die deutschen Armeen in den ersten Kriegswochen große Geländegewinne erzielen konnten, die Rote Armee sich weit zurückziehen musste und dabei viele Soldaten in die Gefangenschaft verlor, so schnell wie erhofft ging dieser Blitzkrieg nicht. Die Deutschen erreichten Leningrad später als geplant und vor allem mit geringeren Kräften, weil die deutschen Truppen von Moskau gestärkt werden mussten, inzwischen ja das absolute Hauptziel des Angriffs, denn auch hier stockte der Vormarsch der deutschen Truppen entscheidend. Und so waren die deutschen Truppen vor Leningrad zu schwach, um die Stadt im Handstreich einzunehmen. Im Norden standen zwar finnische Truppen, aber Finnland, das der Sowjetunion den Krieg erklärt hatte, blieb kurz hinter der früheren Grenze stehen. Und um diese frühere Grenze ging es der finnischen Regierung. Sie wollten sich aus Rücksicht auf die Alliierten keineswegs in den deutschen Eroberungskrieg hineinziehen lassen. In dieser Situation der stockenden deutschen Offensive entwickelte sich eine ausgedehnte Diskussion zwischen der Führung der Heeresgruppe Nord, dem Oberkommando und dem Führerhauptquartier. Die Stadt mit frischen Kräften einnehmen, aber hatte man die? Die Stadt durch Fliegerangriffe und Artillerie zerstören, aber hatte man dafür genügend Waffen? Eine mögliche Kapitulation annehmen? In diesem Falle die Menschen aus der Stadt ziehen lassen, aber wohin dann mit ihnen? Wer würde sie ernähren? Und würde der deutsche Soldat auch hart und unbarmherzig bleiben, wenn er das große Elend mit eigenen Augen sehen würde? Das Ergebnis dieser Diskussion, die über 1, 2, 3 Wochen ging, war die Entscheidung der deutschen Führung, die Stadt möglichst eng einzuschließen, sie zu beschießen, insgesamt auf Zerstörung, Erschöpfung und Hungertod zu setzen. Die Ankündigung der sowjetischen Führung, die Stadt nicht kampflos aufzugeben, wurde zynisch zur Propagandabegründung genutzt. Zitat eines Schreibens des Oberkommandos der Wehrmacht im Oktober 1941. Dass Leningrad unterminiert sei und bis zum letzten Mann verteidigt würde, hat der sowjetrussische Rundfunk soeben bekannt gegeben. Kein deutscher Soldat hat daher diese Städte zu betreten. Das Leben deutscher Soldaten für die Rettung russischer Städte vor einer Feuergefahr einzusetzen oder unserer Bevölkerung auf Kosten der Deutschen, ihre Bevölkerung, muss man genau in der Relation sehen, auf Kosten der deutschen Heimat zu ernähren, ist nicht zu verantworten. Das war genau die Linie Hitlers. In die russischen Städte gehen wir nicht hinein, sie müssen vollkommen ersterben, wie schon gehört. Die Parallelen dieser Diskussion zur schrittweisen Umsetzung, zur Radikalisierung des Holocaust sind deutlich. Wenn im Verlauf des Krieges Probleme auftreten und Schwierigkeiten für die deutsche Kriegsmaschine, dann werden die im Sinne der grundlegenden Ideologie durch Radikalisierung gelöst, weil es dann eben nicht anders gehe. Und so wurde dann am Ende auch die Hungerblockade von der Wehrmacht akzeptiert und mitgemacht und mitgetragen.
die Belagerung einer Stadt mit dem Ziel, sie nicht einzunehmen. Ein einmaliger Vorgang. Aber so konnte man das industrielle Potenzial Leningrads weitgehend ausschalten und Leningrad zum Nebenkriegsschauplatz erklären. Moskau stand für beide Parteien im Mittelpunkt. Beim frühen Anbruch des Winters war die Front im Großen und Ganzen praktisch stillgestellt, eingefroren. Leningrad, früher und jetzt wieder St. Petersburg, von den Einwohnern immer liebevoll Peter genannt, war zu Beginn des Krieges eine 3-Millionen-Stadt. Hafen an der Mündung der Neva, Handels- und Industriestadt mit doppelt stolzer Vergangenheit, als Tor zum Westen und als Wiege der bolschewistischen Revolution. Es war die Stadt Peters, die Stadt Puschkins, Dostojewskis und eben die Stadt Lenins. Auch Leningrad war wie die Sowjetunion unter Stalins Führung insgesamt schlecht auf den deutschen Überfall vorbereitet. Bevorratung von Nahrung und Energie gab es so gut wie nicht. Zusätzlich strömten viele russische Flüchtlinge aus dem Baltikum in die Stadt. Beim zunächst raschen Vormarsch der deutschen Truppen wurden auch aus Leningrad überstürzt und eher chaotisch Teile der Industrieanlagen demontiert und in den weiteren Osten gebracht. Die Evakuierung der Betriebsangehörigen und Kinder war zwar beschlossen, geschah aber nur halbherzig und zum Teil in die falsche Richtung, also in die Arme der deutschen Armee. Solange die Stadt nicht eingeschlossen war, geschah das auf dem Luftweg und später für wenige privilegierte Personen auch auf dem Luftweg, auf Landweg zunächst und dann auf dem Luftweg, Entschuldigung. Schon im Juli wurden Lebensmittel und viele Gebrauchsgüter zwar rationiert und nur auf Karte abgegeben, aber da bald nur noch wenig aus der Umgebung über den Ladoga-See in die Stadt gebracht werden konnte, erst recht nach dem Einschluss der Stadt mussten die Rationen rasch drastisch gesenkt werden. Schon am ersten Tag der Belagerung wurden die großen Badajew-Lagerhäuser bombardiert, in denen ein Großteil der wenigen Lebensmittelvorräte der Stadt gelagert war. 3000 Tonnen Mehl und 2500 Tonnen Zucker verbrannten innerhalb kürzester Zeit. Von 800 Gramm Brot täglich für die Kategorie Arbeiter, also die höchste Kategorie offiziell, sank die Brotration über 600, 400, 300 auf schließlich 250 Gramm ab dem 20. November 1941. Für Familienangehörige und Kinder, die eben nicht die volle Ration bekamen, bedeutete das 125 Gramm Brot. Dazu kamen Marken für Fleisch, Nudeln, Fett und Zucker in kaum mehr messbaren Größen. Diese Ration bedeuteten in der schlimmsten Zeit rechnerisch 600 Kalorien am Tag. Und zur Erinnerung, man rechnet für einen nicht arbeitenden Menschen mit einem Normalverbrauch am Tag von 2000 Kalorien aufwärts. Und ob die Leningrader die Waren auf ihrer Marken dann auch bekommen konnten, war eine ganz andere Sache. Und ein Verlust der Brotmarken war eine lebensbedrohliche Katastrophe. Schon Ende Oktober, November 1941 hatte der Hunger die Leningrader fest im Griff. Hören wir Stimmen der Überlebenden im Wortlaut und in den Erläuterungen der Autoren des Blockadebuchs. Der Hunger war greifbar nahe in der Stadt. Die Lebensmittelrationen wurden knapper. Die Stadt sammelte alles, was gesammelt, aufbewahrt und verwertet werden konnte. In Brotfabriken und Kantinen tauchten alle möglichen Ersatzstoffe auf. Jeder sah sich um und suchte, wo ist noch etwas Essbares, was lässt sich nutzen? So berichten die Leningrader selbst von dieser Zeit. Der Hunger begann uns zuzusetzen. Zunächst habe ich die Wohnungen aller evakuierten Freunde aufgesucht. Vor allem ging ich zu Taja Grigorjewna. Ich weiß nicht, wie ich hineingelangt bin. Ich trat ein, durchwühlte die Schränke und nahm alle möglichen trockenen Brotreste mit, teilweise schon angeschimmelt und grün. Dazu noch dies und das. Etwa
einen Beutel voll. Ich freute mich sehr, eine recht ordentliche Menge Essbares ergattert zu haben. Ich ging noch in eine andere Wohnung und raffte auch dort in allen Schränken die vertrockneten Brotreste zusammen. Dann brachte mir ein Student Ölkuchen. Das waren solche Scheiben. Es waren drei. Eine tolle Sache. Drei Scheiben Ölkuchen. Was war das Typische für die Monate, als das Hungern begann? Das Bestreben, sich sofort alles Essbare nutzbar zu machen. Was gehörte dazu? Na, zum Beispiel Duranda, Sonnenblumenölkuchen, den man stückweise auf dem Markt kaufen konnte. Ein kleines Stückchen, eine winzige Scheibe, kostete 30 Rubel. Der Quadratzentimeter Tierhaut von Kuh oder Pferd, daraus konnte man Sülze kochen. Kleine Tafeln Tischlerleim, all das ging auf dem Markt für etwa 30 Rubel weg. Kochte man Sülze nur aus einem kleinen Stück Haut, dann gelang sie nicht richtig, wurde nicht fest. Gab man aber Tischlerleim dazu, wurde eine gute, feste Sülze daraus. Natürlich war es ein widerlicher Fraß. Man musste ihn mit Senf, Pfeffer und Essig würzen, was es auf Marken regelmäßig gab. Regelmäßig eigentlich nur das, um ihn hinunterzuwürgen und irgendwie weiterzuleben. Aber 42 war auch das nicht mehr zu haben. Weder Ölkuchen noch Leim. Es war alles weg. So konnten wir uns nur noch an Lederriemen halten, wie die Polarforscher aus den Geschichten über Amundsen oder Nansen es getan haben. Du schneidest ihn in kleine Stücke, versuchst ihn zu kochen, aber er wird nicht weich. Und selbst wenn er zerkocht und du das Zeug aufisst, hast du keine Freude daran. Von der süßen Badajew-Erde berichten viele. Sie wurde auf dem Markt wie andere Lebensmittel verkauft. Qualität und Preis des Badajew-Produkts hingen von der entsprechenden Erdschicht ab, ob es die oberste oder eine tiefere war. Die Bibliothekarin Valentina Stepanovna Moros spürt noch heute den Geschmack. Mir hat sich folgende Einzelheit eingeprägt. Als die Badajew-Lagerhäuser zerbombt waren, liefen oder vielmehr schleppten wir uns hin. Da war diese Erde. Ich habe jetzt noch den Geschmack im Mund. Mir war, als hätte ich fetten Quark gegessen. Es war schwarze Erde. Schmeckte sie süß? Weniger süß, eher fettig. Vielleicht hatte dort Öl gelagert. Die Erde war sehr schmackhaft, wirklich fetthaltig. Man schluckte sie in kleinen Bröckchen und trank heißes Wasser dazu. Auf einer Liste der Nahrungsmittel der Blockadezeit kann man alles Mögliche finden. Hanfkörner aus dem Vogelfutter, dazu die Kanarienvögel, Drosseln und Papageien. Man kratzte Mehlkleister von den Tapeten, gewann ihn aus Bucheinbänden, kochte Treibriemen aus, aß Katzenhunde, Krähen, alle möglichen technischen Öle, Leinöl, Firnis, Medikamente, Gewürze, Vaseline, Glycerin und Pflanzenreste. Die Liste ist lang und beeindruckt durch den Erfindungsreichtum, ja sogar die Raffinesse, mit der alle Dinge danach untersucht wurden, ob sie essbar seien. Das Wort Brot hat unter all diesen Umständen seinen symbolischen Sinn wiedererlangt. Das tägliche Brot. Brot als Lebensweise, Brot als die beste Gabe der Erde, als Kraftquell des Menschen. Lag ein Mensch im Sterben und du kamst zu ihm, dann bat er dich nicht um Butter, eine Apfelsine oder dergleichen. Er sagte nur, gib mir ein Stückchen Brot, und starb. Der Massenhunger, das waren stille Tode.
Der Mensch sitzt da und schläft unmerklich ein. Eben ist er noch gegangen, dann stehen geblieben, hat sich hingesetzt. Viele haben die unheimliche Stille des Hungertodes erlebt und sich eingeprägt. Auf einmal schaust du einen Menschen an und siehst, wie seine Augen glasig werden. Jetzt weiß ich, was das ist. Mitten im Gespräch. Er sitzt, hat sich mit den Worten hingesetzt: Oh, mir ist gar nicht gut. Na, bleib ein Weilchen sitzen, gut geht's uns allen nicht. Zwei sind so vor meinen Augen gestorben. Sie reden immer langsamer. Immer langsamer. So starben die Menschen. So starben sie auch auf der Straße. Einer setzte sich auf den Gehsteig. Anfangs trat man noch zu ihm, später aber ging man einfach um ihn herum und oft ist er in dem Rinnsal angefroren, das dann noch aus ihm kam. Die Leningrader mussten in ihren Betrieb gehen. Sie mussten arbeiten, obwohl es zuweilen ihre Kräfte überstieg, auch nur eine Straße entlang zu gehen. Ich entsinne mich noch sehr gut, wie die Leute gingen. Nie wieder habe ich später irgendwo einen Menschen so gehen sehen wie während der Blockade, als ob er gegen den Wind gehe. Vornübergebeugt, den ganzen Körper vorgestreckt, um nicht zu fallen, setzte er mühsam einen Fuß vor den anderen. Fast alle gingen so. Der Hunger veränderte die Menschen nicht nur körperlich, er wandelte ihren Charakter und ihre Gewohnheiten, bei manchen ihr ganzes Wesen. Vor dem Krieg beschäftigten uns im Laboratorium Lebensmittelvergiftungen, die von Bakterien verursacht wurden. Um Bakterien zu züchten, wird ein Nährboden zubereitet. Die Basis ist Fleischbrühe. Das Leningrader Fleischkombinat stellte für uns eine Bouillon mit der notwendigen Konzentration her aus Kalbsföten. Und aus dieser Leibesfrucht stellten sie Liebigextrakt her, den sie trockneten. Wir hatten einen großen Vorrat davon. Der rettete vielen unserer Mitarbeiter das Leben. Als der Hunger anfing, habe ich als stellvertretende Leiterin des wissenschaftlichen Bereichs, wenn ich morgens kam, eine Büchse genommen. Die Mitarbeiter setzten sich im Kreis um mich und ich verabreichte jedem einen großen Esslöffel Fleischextrakt. Einer der Mitarbeiter des Instituts war ein hochgebildeter Mann, ein gesunder, kräftiger Kerl. Er baute besonders schnell ab. Wenn ich morgens den Fleischextrakt ausgab, saß er immer als Erster am Tisch, mit welch glühendem Blick er den Löffel verfolgte. Es war förmlich zu spüren, dass all seine Gedanken nur noch darauf konzentriert waren. Man konnte sich kaum vorstellen, dass er dieser feinfühlige, kluge, bemerkenswerte Mann war. Lydia Sergejewna kennt keine Gnade mit sich selbst. Sie gehört zu den Menschen, bei denen man hinter dieser Unbarmherzigkeit das lebendige Gewissen spürt, das sich auch durch die listigsten Verführungskünste der Zeit nicht besänftigen lässt. Wenn sie von ihrer Arbeit berichtet, erinnert sie sich immer wieder des Hungers und der offenbar unauslöschlichen Empfindungen. Damals begriffen wir überhaupt nichts. Ich möchte so sagen, alle meine Gedanken waren nur aufs Essen gerichtet. Das war der helle Wahnsinn. 42 brachte ich es nicht einmal fertig, meine Ration vom Laden bis nach Hause zu tragen. Wenn rohe Erbsen darunter waren, aß ich sie schon unterwegs auf. So verging der Winter und dann kam der Frühling. Ich sah entsetzlich aus, fürchterlich aufgedunsen. Dabei war ich unwahrscheinlich mager. Bei meiner Größe wog ich ganze 42 Kilo.
Meine Beine waren wie Säulen und das Gesicht so geschwollen, dass die Augen nur noch Schlitze waren. Das sah furchtbar aus. Eine Mutter erinnert sich an zwei Sätze, die uns beim Lesen erstarren lassen. Wir denken immer noch daran, wie unsere Tochter Larissa um 7 Uhr morgens vor Hunger aufwachte und um das Brot von gestern bat. Wie wir ihr erwiderten: Larissa, wir haben kein Brot. Dann gib mir das von morgen. Die deutschen Ernährungswissenschaftler, die ja mit der Truppe auch im Kriegseinsatz waren, kannten die Lage in Leningrad ziemlich genau. Und diese Leute haben bis nach dem Krieg nicht verstanden, wieso nach ihrer Berechnung nicht alle Menschen einfach verhungert waren. Das winzige Blockadebrot bestand bei zumindest 40% aus Ersatzstoffen. Kleie, Futterkuchen, Hülsen, Reiskörner, Zellulose, Eiweißhefe aus Holzfasern. Das Brot war feucht und klebrig und hatte einen bitteren Beigeschmack nach Gras. Wir haben schon gehört, was alles aus hungriger Verzweiflung gegessen wurde. Die Zuckererde und. Gegen Vitaminmangel und Skorbut sammelt man Kiefernadeln und kochte einen Extrakt daraus. Und gegen den gefährlichen Mangel an Carotin wurde Nikotinsäure aus Tabakstaub hergestellt. Im Laufe des Winters 1941-42 waren alle Tiere aus der Stadt verschwunden. Kein Bellen, kein Miauen, kein Vogelpiepen mehr. Nicht einmal das kleinste Getier war noch da. Zum alles beherrschenden Hunger kam die strenge Kälte eines frühen Wintereinbruchs mit teilweise hohen Minustemperaturen. Sie legte zusätzlich das öffentliche Leben und die Versorgung lahm. Straßenbahnen fuhren nicht mehr. Über Wochen gab es gar keinen Strom, keine Fernheizung, keine Wasserversorgung, da alle Leitungen eingefroren waren. Die Bewohner der alten Holzhäuser, die es in der Stadt noch gab, mussten in andere Bezirke umziehen. Ihre Häuser wurden abgerissen und als Feuerholz zugeteilt. Holz aus der nahen Umgebung, Zäune, Möbel, Parkett, Bücher, alles nur Mögliche wurde in den Buschulkas, den kleinen eisernen Öfen, verheizt. Es reichte nie. Im Januar, Februar starben ganze Familien aus. Es war einfach grauenvoll. Die Tante im Krankenhaus. Meine Mutter lag mit schwerer Wassersucht. Ich glaube, sie war damals jünger als ich jetzt. Großmutter lag. Die Kinderfrau lag. Wir hatten kein Wasser. Es war dunkel und kalt. Strom gab es auch nicht mehr. Nein, man hatte so ein kleines eisernes Öfchen aufgestellt. Da ich von uns beiden Kindern die kräftigste und älteste war, musste ich Wasser holen. Wir holten es von einer Zapfstelle auf der Straße. Jeden Morgen gingen wir los. Das war auch eine Heldentat. Wir hatten keinen Eimer. Eine kleine, vielleicht 3 Liter fassende Kanne musste genügen. Das Wasser musste herangeschafft werden. Bis zur Neva war es zu weit. An einem Wasserrohr auf der Straße hatte man eine Zapfstelle eingerichtet. Jeden Tag fanden wir neue Leichen von Leuten, die nicht ganz bis zur Wasserstelle gelangt waren. Das Wasser lief über sie hinweg. Da war dann ein kleiner Hügel. Ein Hügel mit Eiskruste. Darunter lagen die Leichen. Das war grauenhaft. Wir kletterten darüber hinweg, holten unser Wasser und trugen es nach Hause. Lydia Ochabkina, sie kämpfte nicht für sich. Sie musste ihren Sohn und ihre Tochter, 2 kleine, hilflose Kinder, vor Hunger und Kälte schützen. Womit
Und wie? Was konnte sie im Dezember und Januar tun, als kein Krümchen mehr geblieben war, als alles aufgelesen und abgenagt, alle Ecken durchstöbert und alle Ritzen abgesucht waren? Die Aufzeichnungen Lydia Ochapkinas sind der Spalt, durch den wir in die sonst verborgene Welt von Mutterliebe und Opferbereitschaft schauen können. Es war diese Liebe, die sie zu ihrer verzweifelten Suche nach einem rettenden Ausweg antrieb. Fiepend huschten hungrige Ratten durch die Wohnung. Sie nagten an den Tapeten, die man früher mit einem aus Mehl hergestellten Kleister quasi einem dünnflüssigen Teig geklebt hatte. Außer zwei schmalen eisernen Betten hatte ich keinerlei Möbel mehr im Zimmer. In dem einen schlief Tolik, in dem anderen ich mit meiner kleinen Tochter. Lange schon hatte ich von meinem Mann keine Nachricht. Ich wusste nicht, wo er war und wie es ihm ging. Er kannte ja auch unsere neue Anschrift auf der Wassiljew-Insel nicht. Ich glaubte, wir würden uns nie mehr wiedersehen. Aber ich dachte ohne besonderen Schmerz daran, weil ich überzeugt war, dass wir ohnehin bald verhungern würden. Insgeheim wünschte ich mir, zusammen mit den Kindern zu sterben und lebte in panischer Angst, zum Beispiel auf der Straße getötet zu werden. Dann würden die Kinder schrecklich weinen, Mama, Mama rufen und schließlich in dem kalten Zimmer verhungern. Meine Ninotschka weinte ständig, lange und gedehnt und konnte nicht einschlafen. Ihr Weinen war wie ein Stöhnen und brachte mich schier um den Verstand. Damit sie einschlief, ließ ich sie mein Blut saugen. Längst hatte ich keine Milch mehr in der Brust. Ja, ich hatte überhaupt keine Brüste mehr. Sie waren einfach verschwunden. Also stach ich mir mit einer Nadel über dem Ellenbogen in den Arm und legte die Kleine an diese Stelle. Sie saugte sacht und schlief dabei ein. Lange konnte ich keinen Schlaf finden, begann zu zählen, verzählte mich aber fortwährend, weil ich immer nur daran denken musste, wie ich Essen auftreiben könnte, wenigstens irgendetwas. In der Wohnung war es schrecklich kalt. Die Winde waren bereift wie die eines Schuppens im Winter. Musste ich Ninotschka trockenlegen, dann kroch ich zu ihr unter die Decke und schob die trockene Windel unter sie, damit sie sich nicht erkältete. Die andere warf ich auf den Fußboden und sie gefror im Nu, wie nasse Wäsche im Freien gefriert. Ich hatte kein Thermometer, aber die Lufttemperatur lag eindeutig unter Null. Ich war schon so abgemagert, dass meine Beine eigentlich keinen Körper mehr zu tragen hatten. Meine Brust war wie bei einem Mann nur Warzen. Die Haut spannte sich über meinen Backenknochen, die Augen waren eingefallen. Die Kinder waren ebenfalls sehr mager. Mir blieb das Herz stehen, wenn ich ihre dünnen Beinchen und Ärmchen und die kleinen durchsichtigen Gesichter mit den großen Augen sah. Brennholz hatten wir überhaupt keins. So konnten wir auch kein Wasser heiß machen oder etwas kochen. Elektrisches Licht gab es nicht. Wir zündeten Funzeln an. Meine bestand aus einem kleinen Fläschchen und einem mit Maschinenöl getränkten Docht aus Watte. Sie leuchtete schlecht. Im Zimmer war es dunkel. Wasser kam auch nicht mehr aus der Leitung. Wir mussten es von der Neva holen. Die ehemalige Mitarbeiterin des Leningrader Rundfunks, Alexandra Borisowna, zeigte uns, während sie berichtete, hier stand ein kleiner eiserner Ofen, das Parkett ist jetzt noch beschädigt. Die Bücher habe ich eigenhändig verbrannt, wobei ich auszuwählen versuchte. Zuerst kamen die Minderwertigen an die Reihe, danach haben wir meiner Meinung nach zuerst die deutschen Klassiker verbrannt. Nach ihnen Shakespeare, Puschkin habe ich selbst verbrannt, auch eine Werkausgabe, ich kann mich nicht mehr erinnern, welche, meiner Ansicht nach die von Karl Marx, dunkelblau mit Goldprägung. Tolstoi,
Die berühmte mehrbändige Ausgabe mit dem grau-grünen Einband und dem Metallmedaillon in der einen Ecke. Ich habe hauptsächlich Schiller und Goethe, die deutschen Klassiker, in den Ofen gesteckt, fügte Alexandra Borisowna leise und schuldbewusst hinzu. Zitat: Man schlief, ohne sich auszuziehen, monatelang Lebende neben Toten. Luftangriffe, Hunger, Kälte, der Tod war in diesen Wintermonaten allgegenwärtig in Leningrad. Oft ein öffentlicher Tod auf der Straße, aber gleichzeitig ein einsamer Tod, den zu betrauern die Menschen meist die Kraft nicht hatten. Die brutale Wahrheit der Umstände und Bedingungen, die gnadenlose Wahrheit der Gefühle und der vom Hunger verursachten Gefühllosigkeit, davon berichteten viele Leningrader. Darüber, wie die nächsten Angehörigen in ihrem Beisein starben, erzählten die Menschen dem Blockadebuch wenig. Entweder weil über der Erinnerung daran gleichsam ein Nebelschleier lag oder weil es zu weh tat, darüber zu sprechen. Hingegen berichteten sie ausführlich, wie sie sie begraben haben. Wie er, mein Mann, so dalag, er tat mir nicht leid. Dachte ich nur an eines: Wenn er stirbt, wie soll ich ihn begraben? Alle gaben fürs Begraben Brot, ich aber hatte keins. Als ich hinausging und die Toten sah, die man abtransportierte, sagte ich mir, dass ich ihn erstens nicht so einnähen und zweitens nicht auf den Schlitten legen könnte. Die Beerdigung war für mich das Schrecklichste. Die Tatsache, dass er sterben würde, beschäftigte mich überhaupt nicht. Den Verstorbenen den letzten Dienst zu erweisen, war unter den damaligen Bedingungen schwierig. Bei vielen überstieg es einfach die Kräfte oder auch die Mittel, wenn die eigene Kraft nicht reichte. Ein Begräbnis war ein Problem. Irina Alexejewna Kirjewa erinnert sich, wie sie ihre Kinderfrau auf dem Volkovo-Friedhof bestattete. Ich entsinne mich, wie zwei Soldaten die gefrorene Erde lange mit Brecheisen bearbeiteten und dennoch nicht aufbrechen konnten, weil dort eine Gruft aus Beton war. Schließlich gelang es ihnen doch noch, den Sarg irgendwie in den Boden zu zwängen. Da kam eine Frau und bat inständig darum, ihre Tochter in dasselbe Grab zu legen. Sie hatte sie hergebracht. Sie bot uns buchstäblich das Letzte an, was sie bei sich hatte, und flehte, dass man auch ihre Tochter hier begrub. Sie selbst konnte sich kaum auf den Beinen halten. Wenn eine Lehrerin, deren Mann verhungert ist, ihren Kollegen in freudiger Erregung mitteilt: Stellen Sie sich vor, das Leichenschauhaus ist nur 2 Schritt entfernt. So bedeutet das, in der Welt hatte sich etwas Grundlegendes gewandelt. Obwohl die Verfasserin des Tagebuchs diese Äußerung verurteilt, so muss man doch verstehen, dass auch jene Lehrerin vor oder nach der Blockade nie so geredet hätte. Nicht die Liebe, nicht der Schmerz hatten sich verändert, sondern die Möglichkeiten des Menschen. Gleichzeitig, vielleicht auch gerade deswegen, durchzieht die Zeugnisse des Blockadebuches die Gewissheit, dass es fast immer die gegenseitige, die kleine, oft ganz unerwartete, spontane Hilfe war, die das Überleben möglich machte. Und zwar für beide Seiten. Für diejenigen, denen geholfen wurde, aber ebenso auch für diejenigen, die halfen, weil sie noch irgendwie helfen konnten. Granin ist überzeugt, dass gerade die Menschen überlebt haben, die anderen beim Überleben halfen. Die in den Schlangen anstanden, Brennholz organisierten, Kranke pflegten, ein Stückchen Brot oder Zucker teilten, weil sie in Bewegung blieben.
Natürlich berichten die Überlebenden auch von Gleichgültigkeit, von Hartherzigkeit, von seelischem Stillstand wie bei den Muselmannen der Konzentrationslager, auch von Brotraub und von gemeinen Verbrechen. Aber durchgehalten haben sie und die ganze Stadt nach ihrer, also der überlebenden Überzeugung, durch Hilfe, durch Solidarität und oft emphatisch gesagt die Liebe. Jeder hatte seinen Retter, wird eine Leningraderin zitiert. Jeder brauchte einen, wie Brot, Wasser und Wärme. Liebe und Solidarität hatten ihren Ort nicht nur in Freundschaften und der Familie, sondern zentral und ganz handfest in den Betrieben und Verwaltungen der Stadt. Der Betrieb war ja im sowjetischen Staatsverständnis ein zentrales Kollektiv. Nach der Evakuierung einiger Belegschaften und der Mobilisierung der Arbeiter für die Armee und die Volkswehr mussten die ganz Jungen und vor allem die Frauen einspringen. Viele Menschen schliefen und lebten in diesen Monaten in den Betrieben, um die Produktion wenigstens etwas aufrechtzuerhalten. Und sie lebten dort, weil es hier regelmäßigeres Essen in den Kantinen gab und geheizte Räume. Und weil sie dort der tödlichen Einsamkeit entgehen konnten. Je größer der Hunger war, desto schwerer fiel das Arbeiten. Aber umso dringlicher war die Arbeit für die Front wie für die Stadt und die Leningrader selbst. Die Arbeit half, durchzuhalten, und man klammerte sich an die Arbeit. Die meisten Behörden und Einrichtungen in dieser frontstarren, menschenarmen, maßlos entkräfteten Stadt arbeiteten weiter. Die Briefträger trugen Briefe aus, die Druckereien druckten Lebensmittelkarten, Zeitungen und Flugblätter, in den Exekutivkomitees der Stadtbezirke, in Kindergärten und Polikliniken ging alles seinen gewohnten Gang. Auch in den Archiven, in der öffentlichen Bibliothek und im Sinfonieorchester. Die Arbeit unterdrückte den permanenten Gedanken ans Essen, der einen in den Wahnsinn treiben konnte. Durch die Arbeit nahmen die Leute am Leben des Landes teil, von dem sie abgeschnitten waren. Als dann das Frühjahr kam, sagten wir uns, dass wir die Bevölkerung moralisch stärken müssten. Wir mussten den Leuten Mut machen. So beschlossen wir, die Kupfergussabteilung wieder in Gang zu bringen. Wir hatten den Auftrag erhalten, ein 52 mm Geschoss für Granatwerfer herzustellen. Für den Kuppelofen war Metall vorhanden. Deshalb beschlossen wir, diesen in Gang zu setzen. Aber wie? Von ehemals 7 Ofenheizern war nur noch einer da. Nur Tschaginski war übrig. Also beschlossen wir, Frauen als Heizer auszubilden. Wir haben Tschaginski so aufgepäppelt, dass wir ihn auf die Beine stellen und untergehakt zum Kuppelofen führen konnten. Er gab Anweisungen, wie der Kuppelofen in Betrieb zu setzen war. Wir bliesen den Ofen an. Jetzt arbeiteten Frauen am Kuppelofen. Die Abteilung nahm ihre Tätigkeit wieder auf. Und stellen Sie sich vor, die Leute lebten auf, alle fassten Mut, sogar gelächelt wurde wieder. Wir glaubten daran, dass wir siegen werden. Hören wir den Bericht einer Briefträgerin von diesen Tagen. Für das Austragen brauchte man einen ganzen Tag, weil eine Wohnung manchmal bis zu 20 Briefe erhielt. Die mussten zugestellt werden. Können Sie sich vorstellen, was für Säcke wir geschleppt haben? Und die Zustellung? Wir froren an den Händen, selbst wenn geheizt wurde. Einer verteilte die Briefe, der andere schleppte die Säcke. Und die Treppen. Für einen Aufgang brauchte man ungefähr 2 Stunden. Denn wenn man auch hinkam, es war dunkel. In den Treppenhäusern war es auch noch glitschig. Wer konnte, kippte den Unrat dort aus, denn die Toiletten funktionierten nicht. Es gab kein Wasser zum Spülen. Also kippten die Leute alles auf die Treppe. Manchmal
hast du die Wohnung fast erreicht, fällst hin und schlitterst die Treppe wieder runter, weil alles spiegelglatt ist. Besonders bei der Dunkelheit. Dann kommst du zu der Wohnung. Die Türen stehen offen, die Wohnungen sind nicht abgeschlossen. Es ist dunkel, man stolpert. Du trittst ein, der Postempfänger liegt da. Er ist tot, denkst du. Du rüttelst ihn ein bisschen. Hier, ein Brief für Sie. Ist der Mensch bei Bewusstsein, bewegt er sich ein wenig. Manch einem aber ist es völlig egal, dass er einen Brief kriegt. Wenn er möchte, liest du ihm den Brief vor. Manchmal ist es eine Mitteilung, dass jemand vermisst oder verwundet und ins Lazarett gekommen ist. Aber es gibt keine Tränen. Schon gut, heißt es nur. Woanders liegt der Empfänger tot im Bett. Warum hat man sie gebeten, die Briefe vorzulesen? Waren die Leute so schwach? Natürlich! Mancher konnte nicht einmal mehr die Hand heben. Jener Mann, der auf der Treppe gesessen hatte, hielt ein Einkaufsnetz in der Hand. Er hatte sich gesetzt und konnte nicht mehr aufstehen. Seine Arme erstarrten schon. Wenn sich ein Mensch nicht mehr bewegt, dann ist es aus mit ihm. Es war doch so. Du siehst, dass ein Mensch völlig entkräftet dasitzt und du kannst ihm nicht helfen. Du kannst es nicht. Denn gibst du ihm die Hand, dann musst du dich selber hinsetzen und kannst nicht wieder aufstehen. Wir haben uns jetzt ganz auf das Leben der Menschen in der eingeschlossenen, eingefrorenen Stadt konzentriert, in den schlimmsten Wintermonaten 1941, Anfang 1942. Aber es gab natürlich doch eine Außenwelt und auch den Kampf um eine Verbindung zu dieser Außenwelt, um noch Schlimmeres zu verhüten. Die Rote Armee hatte es geschafft, die Verbindung vom Ladoga-See zum Hinterland Richtung Moskau wieder freizukämpfen. Und schon Ende November 1941 war der Ladoga-See so weit zugefroren, dass er mit Lastwagen überquert werden konnte auf der sogenannten Straße des Lebens. Wenn Sie die Karte mal umdrehen, da haben Sie ein Schema, wie über den Ladoga-See im Winter übers Eis mit LKWs gefahren wurde und im Sommer dann mit Schiffen, der See überquert wurde, eben von der sowjetisch beherrschten Zone in Leningrad zum Hinterland unter Umgehung der deutschen Truppen. Unter großen Opfern und Verlusten durch deutsche Luftangriffe und Kälte konnten auf diesem Wege einige Rüstungsgüter aus der Stadt heraus, aber vor allen Dingen Lebensmittel in die Stadt hineingebracht werden. Das reichte nicht zum Leben, aber die Rationen konnten doch minimal erhöht werden und vor allen Dingen, es machte den Menschen wieder Hoffnung. Und als endgültig klar war, dass die Deutschen die Stadt verhungern lassen wollten, wurde am 17. Januar 1942 der Beschluss gefasst, große Teile der Bevölkerung über die Straße des Lebens zu evakuieren, um sie zu retten und die Zahl der zu ernährenden Menschen zu senken. Und tatsächlich gelang es bis Ende April, rund 500.000 Menschen aus Leningrad herauszubringen. Über das Eis und ab dem Frühjahr dann per Schiff nochmal so viele. Das alles war, wie so vieles in der belagerten Stadt, eine ziemlich chaotische Organisation mit einem riesengroßen Aufwand und Anstrengung, aber am Ende ein sehr beeindruckender Erfolg. Die Opfer dieser Evakuierung waren dennoch sehr hoch. Und viele von denen, die es über den See schafften, erlagen später dennoch der Dystrophie und der Erschöpfung. Die Evakuierung begann in der zweiten Januarhälfte. Zuerst wurden Schwerverwundete evakuiert. Es war ein ganz grauenhafter Transport.
Dann kamen Kinder und kranke Frauen an die Reihe. Man nannte das eine besonders kostbare Ladung, weil es lebende Menschen waren, ausgezehrt und hungrig. Die Leute sahen unsagbar elend und abgemagert aus. Sie hatten sich in Decken und Umschlagtücher gehüllt, in alles, was sie besaßen, um nur über diese Eisstraße zu kommen. Vor dem Morgengrauen, als die Wagen über den Ladogasee preschten, fanden wir jedes Mal 5, 6 kleine Leichen. Es waren ausgezehrte kleine Kinder. Sie waren schon tot. Denn stellen Sie sich vor, da entgleitet so ein Kind bei voller Fahrt den Händen der Mutter und schlägt im Fallen auf das Eis. Wir versuchten herauszufinden, wessen Kinder das waren, packten sie aus, aber sie hatten weder einen Zettel noch sonst etwas bei sich. Es waren Kinder von 8 bis 12 Monaten, Jungen und Mädchen. In den Fahrzeugen war es sehr kalt. Nicht selten kam unterwegs Schneesturm auf, der ließ das Kühlwasser im Nu einfrieren und setzte den Motor außer Betrieb. Um das Wasser auf der offenen Eisfläche wieder zu erwärmen, brauchte der Fahrer 1,5 Stunden. Vielleicht sogar 2. Es war noch gut, wenn der Wagen in der Nähe eines Zeltes hielt. Dann nahmen wir die Kinder ins Zelt, ließen ihnen medizinische Hilfe zuteil werden und gaben ihnen zu essen. Das heißt, was konnten wir ihnen schon geben? Jedem ein Stückchen Zwieback, an die 50 Gramm und süßen Tee. Wir finden im Blockadebuch nur sehr wenige Berichte über die dunklen Seiten der Leningrader Gesellschaft in diesen Monaten und Jahren. Wir finden nichts über die fortdauernde Willkürherrschaft der Partei und des Geheimdienstes, die anhaltenden Säuberungen und Todesurteile. Wir finden auch nichts über Korruption und die schreiende Ungerechtigkeit, weil Ungleichheit der guten Versorgung einer kleinen Gruppe der Nomenklatur. Wir finden kaum etwas über Lebensmittelkartenfälschung, über Diebstahl und Raub, die es natürlich auch gab. Und in der neuen, unzensierten Buchfassung wird dann auch geschildert, dass es nicht wenige Fälle von Kannibalismus gab. Daniel Granin hat dazu in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag gesagt, Zitat: Ja, es gab solche, die jene letzte Grenze zum tierischen Egoismus, zur Grausamkeit und zum Hungerwahnsinn überschritten. Gewiss ist es bequemer, sich an diese Dinge nicht zu erinnern. Doch dann könnten wir den Wert und die menschliche Größe derjenigen nicht wirklich ermessen, und das war die Mehrheit, die standgehalten und jene letzte Grenze nicht überschritten haben. Dann könnten wir nicht sehen, in welch schwerem Ringen mit sich selbst der Mensch unerträglichen Hunger, Kälte, Tod und Hoffnungslosigkeit überwand. Deswegen war in ihrem Buch Andres für Adamovic und Granin viel wichtiger. Und das hatte gar nichts mit nur äußerlicher Zensur zu tun. Wir finden vor allen Dingen viele Berichte der Selbstbefragung, der Gewissensqualen, des Kampfes darum, die eigenen Wertvorstellungen auch unter diesen extremen Bedingungen festhalten zu können, aber auch oft das Scheitern. Was wir heute eher ja noch theoretisch als sogenannte Triage diskutieren, das war damals Alltag. Entscheiden zu müssen, welches geliebte Leben rette ich und welches nicht. Und da finden wir in dem Buch solche Sätze wie: Wem es nicht mehr half, bekam nichts mehr zu essen. Man wählte aus, welcher Angehörige gerettet werden sollte. Den Toten wurden auf der Straße die Kleider ausgezogen, um warme Sachen für die Lebenden zu haben. Mit Tränen der Scham, der Schuld und der Verwunderung darüber, was der Hunger aus ihr gemacht hatte, erinnert sich Tassia Wasiljewna Meschankina. Hören wir ihren Bericht, beginnend mit den 3 Tagen im Januar, als in den Geschäften
überhaupt kein Brot mehr zu bekommen war. Es gab keins. Die Brotfabriken standen still. In jenen drei schweren Tagen hatte ich eines Nachts das Gefühl, dass ich gleich sterben werde. Speichel lief mir aus dem Mund und das wollte nicht aufhören. Neben mir lag meine kleine Tochter. Ich spürte, dass dies meine letzte Nacht war. Da ich gläubig bin, kniete ich in der Dunkelheit nieder und sprach: O Herr, gib, dass ich noch bis zum Morgen lebe, damit das Kind mich nicht tot sieht. Dann kommt sie in ein Kinderheim, aber sie soll mich nicht tot sehen. Ich ging in die Küche und rückte die Tische beiseite, woher ich nur die Kraft dazu nahm. Hinter einem Tisch fand ich das Einwickelpapier von einem Stück Butter. Außerdem lagen dort noch drei Erbsen und eine Kartoffelschale herum. Ich habe das mit solcher Gier zusammengerafft und mir gesagt: Das hebst du auf und kochst daraus morgen eine Suppe. Doch das Papier habe ich mir in den Mund gestopft und ich glaube, dieses Papiers wegen habe ich überlebt. So habe ich bis 6 Uhr durchgehalten. Um 6 Uhr morgens sind wir alle nach Brot gelaufen. Ich komme zur Bäckerei und sehe, dort ist eine Schlägerei im Gange. Mein Gott, warum prügeln die sich? Sie schlagen einen Jungen, der jemandem Brot entrissen hat, heißt es. Und wissen Sie, auch ich fange an, ihm Fußtritte zu versetzen. Wie konntest du nur? Wir haben 3 Tage kein Brot gekriegt. Doch stellen Sie sich vor, ich weiß nicht wie, da kommt mir sein Brot in die Finger, ich stecke es in den Mund und mir unbegreiflich setze dem Jungen weiter zu. Aber dann sage ich mir: Mein Gott, was mache ich da? Das Brot habe ich doch im Mund. Da habe ich von ihm abgelassen und bin aus der Bäckerei fortgelaufen. Eine Mutter von 4 Kindern stillt den Säugling ab, um nicht selbst zu sterben. Doch dafür leben noch 3, die ohne die Mutter gestorben wären. Der Kleine stirbt. Ist die Entscheidung der Mutter richtig? Zweifellos ja. Sie ist die Mutter. Maja hat gestohlene Brotkarten gekauft. Hat sie richtig gehandelt? Ja, sie hat das Leben 3er Kinder gerettet. Wir können Ihnen heute Abend nur einen sehr kleinen Bruchteil dessen vortragen, was das Blockadebuch ausmacht. Wie schon die Verfasser nur einen Bruchteil von dem in die Seiten bringen konnten, was Sie gehört und gelesen hatten. Wir können und möchten Sie da nur auf die eigene Lektüre noch verweisen. Aber wir wollen noch ein Thema ansprechen: das kulturelle Leben, das in Leningrad nie aufhörte. Das Bedürfnis nach Kultur, sagen ganz viele, wurde eher größer als kleiner. Sie werden vielleicht von Schostakowitschs berühmter 7. Sinfonie gehört haben, die er in und für Leningrad begann und nach der Evakuierung vollendete. Sie wurde hier im August 1942 aufgehört. Bevor die Veranstaltung anfing, haben wir Teile davon Ihnen vorgespielt. Es werden im Blockadebuch wunderbare Episoden erzählt, wie etwa eine Führung durch die leeren Säle der Eremitage, bei der die nicht mehr vorhandenen, weil an sicherem Ort verwahrten, berühmten Bilder aus der Erinnerung geschildert und erklärt wurden. Aber vor allem ist die Kultur mit dem Namen von Olga Bergholz verbunden, der Dichterin und Sprecherin im Radio, die gerade übrigens erst nach der ersten Säuberungswelle rehabilitiert worden war. Ich denke, nie wieder werden Menschen so Gedichte hören wie die hungrigen, aufgedunsenen, kaum noch lebendigen Leningrader in jenem Winter den Gedichten ihrer Poeten lauschten, schreibt Olga Bergholz im Vorwort zum Sammelband
Hier spricht Leningrad. Wir wissen das, weil sie die Kraft fanden, darüber ans Rundfunkkomitee zu schreiben. Ja, uns wegen des einen oder anderen Gedichtes, das ihnen in Erinnerung geblieben war, sogar aufzusuchen. Das waren ganz verschiedene Leute, Studenten, Hausfrauen, Soldaten. Das von dem Blockadering eingeschlossene Leningrad hatte seine Göttin des Mitleids und der Hoffnung, und sie sprach mit dem Leningrader in Versform, in den Versen von Olga Bergholz. Man sollte glauben, Brot, vor allem Brot und dann noch Wasser und Wärme. Jeder sagte und dachte auch, dass sich alle Wünsche nur auf das Lebensnotwendigste konzentrierten, auf nichts anderes. Aber nein, in dem ausgezehrten Organismus verlangte auch die leidende und vom Hunger gedemütigte Seele nach Nahrung. Das geistige Leben ging weiter. Der Mensch wunderte sich manchmal über sich selbst, wie aufnahmebereit er für das Dichterwort, für Musik und Theater war. Gedichte wurden zum Bedürfnis, Gedichte und Lieder, die halfen daran zu glauben, dass die unvorstellbaren Qualen nicht vergeblich und sinnlos waren. Der Leningrader brauchte viel mehr. Es war einfach notwendig für ihn. Die lebendige Stimme des Schicksalsgenossen, das belagerte Sewastopol. Und die Gewissheit, dass Moskau standhalten und Guderians Panzer zurückwerfen werde. Vor allem aber, mehr noch als Brot, Wasser und Wärme, brauchte er die Hoffnung auf den Sieg, das Licht am Ende des vereisten Tunnels. Man scheut sich, das Wort zu gebrauchen, aber die Zeitzeugen benutzen es selbst auch. Im Frühjahr des Jahres 1942 besserte sich die Lage für die Leningrader. Über die Eisstraße und dann per Schiff kamen Lebensmittel in die Stadt. Die Evakuierung und, ja, man muss es sagen, auch die Toten verringerten die Zahl der zu Versorgenden. Der Winter ging relativ früh zu Ende. Das frische Grün bedeutete neue Nahrung. Jedes Unkraut wurde fantasievoll genutzt. In einer großen Aktion, zu der die Verwaltung immer noch mobilisieren konnte, wurde jeder Flecken Erde aufgeteilt und Gemüsegärten angelegt. Als Schnee und Eis gingen, wurde die Stadt vom eingefrorenen Unrat befreit und so auch Epidemien verhindert. Die erste Fahrt einer Straßenbahn am 15. April 1942 wurde wie ein Fest gefeiert, wie auch das erste Fußballspiel im Mai. Wenn also immer noch Menschen an den Folgen des Hungerwinters und durch die Bombenangriffe starben, das Leben wurde tatsächlich besser. Und es wurde noch erträglicher, nachdem eine deutsche Offensive im Sommer 1942 abgewehrt wurde, die Rote Armee ihrerseits im Januar 1943 den Ort Schlüsselburg zurückeroberte und so den Belagerungsring durch eine Landverbindung durchbrach. Aber Leningrad blieb ein Nebenkriegsschauplatz. Die Entscheidungen wurden nicht hier, sondern im Süden Russlands gesucht und herbeigeführt. Und so blieb die Front bei Leningrad noch das gesamte Jahr 1943 eingefroren. Und erst am 27. Januar 1944, ein Jahr vor der Befreiung von Auschwitz, vertrieb die Rote Armee die Reste der deutschen Armee und befreite die Stadt nach fast 900 Tagen. In der früheren 3-Millionen-Stadt lebten da noch 630.000 Menschen. Wir haben hier im September an dieser Stelle auch über das Nazi-Verbrechen in Kiew-Babi Yar gesprochen. Und da mussten wir auch über den Kampf um die Erinnerung in der Nachkriegs-Sowjetunion sprechen, über Verschweigen, über Zensur. In gewisser Weise wäre das auch für dieses Blockadebuch notwendig. Da musste man sprechen zuallererst von der sogenannten Leningrader Affäre Ende der 40er Jahre, einer Säuberungsaktion gegen die Leningrader Parteiführung während des Krieges, deren Heldenmythos Stalin wohl zu gefährlich erschien. Man müsste sprechen vom Verbot der ersten sehr realistischen Leningrad-Bücher von Olga Bergholz und anderen
und von den äußeren wie inneren Grenzen der sowjetischen Öffentlichkeit. Und Sie haben vielleicht mitgekriegt, dass das zunächst letzte Kapitel dieses Kampfes ist gerade jetzt durch das Verbot der Organisation Memorial aufgeschlagen worden. Aber das wird ja weitergehen. Aber wir wollen es heute bei diesen Hinweisen belassen. Wir wollen aber nochmal erinnern auf das lange Beschweigen dieses nationalsozialistischen deutschen Verbrechens hier in Westdeutschland, wo Völkerrechtler noch bis vor kurzem die Hungerblockade als normales und legitimes Mittel der Kriegsführung eingestuft haben. Die Blockade Leningrads war aber keine militärstrategisch motivierte Belagerungstaktik, sondern Bestandteil eines Genozids. Zum Abschluss wollen wir Olga Bergholz zu Wort kommen lassen, aus deren Stimme im Rundfunk die Leningrader so viel Kraft und Mut geschöpft haben. Ob was war, auch wirklich wahr ist? Gitterfenster, Gittertür. Ich vergaß, das Herz vergaß nicht die Erniedrigung zum Tier. Heute noch schlägt wie an Gitter es ans Leben ausgebrannt, ausgemergelt, ausgewittert. So schlägt nur die Zitterhand. Und ich höre bei diesem Pochen eine Stimme, die nie schweigt. Denk daran, ununterbrochen, denn was war, ist wahr und bleibt. Vielen Dank, Cornelius. Vielen Dank an Sie für Ihre Geduld. Sie können gern ein bisschen nachdenken, überlegen, Sie können auch gerne noch Fragen stellen. Fragen beantworten wir gerne, wenn es zu dem Buch oder andere Details geht. Lassen Sie ruhig Zeit, aber Sie haben gesagt, man kann das Buch hier erwerben. Ist das zu den normalen Zeiten, wenn hier die... Also ich nehme mal an, dass die Landeszentrale hier das Buch nicht immer auf Lager zur Verfügung hat. Aber es ist leicht, auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung sich das Buch zu bestellen. Das kostet 6 €, also mit dann ein bisschen Porto dabei. Also das ist durchaus erschwinglich und ist zu haben. Ja, ich glaube, hier ist es nicht immer da. Ja, bitte. Also in Russland wird ja im Grunde sehr auf Retro gemacht, insofern, dass es wirklich im Grunde viele, beinahe, Gedenktage gibt an ehemals sowjetische Siege. In diese Reihe ist natürlich Leningrad ausgesprochen ambivalent, weil, das ist jetzt meine Frage, ist im jetzigen System die Erinnerung an Leningrad, an die Belagerung Leningrads, wird das im Grunde vorrangig gesehen, als mehr oder weniger Opfer fixiert, oder wird im Grunde auch hervorgehoben, dass die Leningrader Einwohner, nicht die Nomenklatura, sondern die Einwohner im Grunde diesen Widerstand, diese Ausdauer im Grunde getragen haben. Das würde mich mal interessieren, wie weit heute die Rolle Leningrads im heutigen Russland bewertet wird. Sie wissen ja, Leningrad heißt wiederum St. Petersburg. Natürlich. Ja, das ist dann auch, also das gehört ja auch dazu. Es gibt dann immer mehr wieder Anknüpfung an die, auch an die große zaristische Tradition, aber natürlich der große Vaterländische Krieg gehört zu dem
Bestandteil der kulturellen Gedächtnisse auch in Russland wiederum. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich über die besondere Bedeutung von Leningrad in dieser gesamten Erzählung nicht genügend weiß, um das beantworten zu können. Also es gab immer die große Diskussion über die Frage, wie wird das gewichtet, die führende Rolle der Partei, dann die zweite Rolle, die wichtigste Rolle der Armee. Die Bevölkerung stand lange Zeit dahinter. Das Blockadebuch hat versucht, das zu korrigieren. Inwieweit das jetzt in Leningrad und St. Petersburg selber sich durchgesetzt hat, diese Sichtweise, ich kann sie Ihnen leider nicht beantworten. Ich guck mal hier nach rechts zu den Osteuropa-Experten, ich weiß es nicht. Ja, ich kann eigentlich nur etwas sagen zur Sowjetzeit. Also das hast du schon eigentlich angedeutet, das passte nicht ins Konzept, weil das Narrativ, also das sozusagen nicht nur propagiert wurde, sondern auch durchgesetzt wurde, hieß heroischer Kampf des Volkes gegen die Nazis und natürlich unter der Führung der Partei. Wie das heute ist, weiß ich nicht so genau, aber die Tendenz ist schon geblieben, dass man also sozusagen dieses Heroische betont. Das sieht man bei allen Feiern zum Jahrestag also des Sieges, das heißt auch des Sieges, nicht der Befreiung, sondern des Sieges. Da werden eben immer diese heroischen Aspekte hervorgehoben. Und es ist auch zum Beispiel die Leute, die natürlich also Stalin kritisch sehen, also sagen wir mal in der heutigen politischen Führung, trotzdem wird sein er also schon wieder als der geniale Heerführer gefeiert. Also er wird natürlich kritisch gesehen, was die Menschenrechtsverletzungen betrifft. Also dass da also ungeheure Fehler gemacht worden. Aber eben sein Genie als oberster Heerführer wird also wieder meines Wissens also hochgehalten. Ja, und wie schwierig das in einem solchen Land lange Zeit gewesen ist und jetzt zunehmend wieder wird, zeigt, dass es auch mal eine Diskussion aufkam, war das eigentlich richtig von der sowjetischen Führung darauf zu bestehen, dass Leningrad verteidigt wird? Hätte man nicht viele Menschenleben retten können, wenn man die Stadt aufgegeben hätte und sich wie andere Städte auch nach mehr oder weniger Kampf, also zum Beispiel Kiew, wurde dann ja relativ ohne größere Kämpfe dann geräumt, hätte man das nicht machen sollen. Das wurde sofort sehr eindeutig und ziemlich brutal unterdrückt, diese Diskussion. Also ich glaube, ich hätte dem auch nicht zugestimmt, dass es richtig gewesen wäre. Das ist ja mal super klug im Nachhinein. Aber es war auch nicht zugelassen, diese Frage zu stellen, weil es eben die Weisheit der politischen Führung in Frage gestellt hätte. Insofern ist die Erinnerung in solchen Staaten und Gesellschaften immer sehr widersprüchlich und schwierig zu machen. Ich habe da aber noch eine Frage. Dieses Buch, aus dem Sie hier zitiert haben, wird das eigentlich im aktuellen Russland, ist es möglich, dort das zu bekommen? Im Prinzip ja, würde ich sagen. Ich kann es aber auch nicht beantworten. Das ist auf Russisch erschienen. Auch unzensiert. Aber nicht in Samstag, was die nicht mehr gibt. Nein, ich glaube, das ist irgendwo auch, wie gesagt, in der neuen Auflage unzensiert erschienen, aber wie die Verbreitung ist und die Möglichkeit, das zu bekommen, ich kann das nicht beurteilen. Also, warte. Ich glaube, es steht inzwischen in Russland auf der Liste der Empfehlungen ganz oben, die Regierung den Schulkindern gibt, welche Bücher sie unbedingt lesen sollten. Okay. Dieses Blockadebuch? Das Blockadebuch. Okay, gut. Das ist ja... Also wenn das so ohne Garantie, ja, weil ja, ich okay. Was darüber ja gelesen, was ich noch ein bisschen ja vorbereitet habe. Okay, ja. Gut, das wäre dann ein eher gutes Zeichen, weil hier in diesem Buch, ich habe das gesagt, wird die Führung nicht kritisiert, sie wird nicht in Frage gestellt, so wie in Leningrad in diesen Monaten
die politische Führung auch nie in Frage gestellt wurde. Also es gab keine Krise der Regierung. Das war klar, der Feind, der tödliche Feind stand außerhalb der Stadt und man machte das mit, was die Parteiführung sagte, die Mobilisierungsaktion, all das wurde im Großen und Ganzen mehr oder weniger befolgt. Also das, was sie, worüber sie nicht schreiben, war nicht, weil es verboten war, sondern ich glaube, das sagen sie auch mehrfach, das war ihnen nicht das, was bedeutsam war an dieser Sache. Bedeutsam war, warum die Menschen in Leningrad das durchgehalten haben und darüber wollten sie sprechen. Und ja, jetzt ist dann die damalige Führung der Partei Putin wahrscheinlich nicht so wichtig, dass er das jetzt, also ich würde das ganz pragmatisch sehen, weil die unglaublichen Leistungen der russischen Bevölkerung, die wird ja hier ins Zentrum gestellt und auch wirklich zu Recht. Ich wollte nur hinzufügen, dass unmittelbar nach dem Zerfall, oder schon in der Perestroika-Zeit, aber auch unmittelbar nach dem Zerfall der Sowjetunion, überhaupt diese selbstkritische sozusagen Literatur, also die auch einbezog, also Fehler, die im Krieg gemacht wurden, oder sogar Vergleiche zwischen Hitler und Stalin, eine große Konjunktur hatten in Russland. Aber das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist einfach heute, ist dieses, besteht das Interesse nicht mehr so, ist nicht mehr so stark ausgeprägt. Aber damals waren es absolute Hits. Also vielleicht das bekannteste war von Grossmann, Leben und Schicksal. Das ist ein großartiger Roman, wo also permanent Hitler mit Stalin verglichen wird. Ja, das war ja in dem... Ja, Frank. Wie muss man sich das eigentlich militärisch vorstellen? Ihr habt ja vorgetragen, dass die Fixierung auf Moskau da war und auf den Süden der Sowjetunion. Fanden da gar keine Kämpfe statt? War Blockade einfach, da liegen die deutschen Soldaten und blockieren und es gibt keine großen Kämpfe? Oder gab es permanent auch Kämpfe, Verteidigungskämpfe oder... irgendwann hat es ja die Verbindung dann gegeben, aber während 41, 42 bis Anfang 43 gab es da überhaupt militärische Operationen oder war das so eine Art Stellungskrieg, wo gar nicht viel passierte? Beides. Es gab zwei Versuche von Offensiven der deutschen Seite, vor allen Dingen 42 und Anfang 43, die aber so wenig Stoßkraft hatten, dass sie schnell versandeten. Also sie haben schon versucht, den Belagerungsring wieder enger zu schließen. Also den Weg, der ja hier aufgezeichnet wird über den Ladoga-See und dann weiter ins Hinterland wieder abzuschneiden, das ist ihnen nicht gelungen. Und umgekehrt hat die sowjetische Rote Armee versucht, zunächst mal Schlüsselburg wieder einzunehmen, was ihnen auch nicht gelungen ist. Sie haben aber immerhin die Verbindung nach Moskau wieder freikämpfen können. Also diese Auseinandersetzung gab es ein-, zweimal im Jahr, aber nur sehr kurz. Und im Übrigen war es so ein bisschen Stellungskrieg wie teilweise im Ersten Weltkrieg, wo man sich in den Gräben gegenüber lag und ja, sich beschossen hat schon und ständigen Luftangriffe gab es, die Artilleriebeschuss der Stadt gab es immer mehr oder weniger durchgehend, aber es gab nicht wirklich den Versuch, die Stadt Leningrad noch einzunehmen. Das gab es nicht und die Rote Armee hat auch nicht frühzeitig den Versuch gemacht, die Stadt zu entsetzen, weil sie dafür auch nicht die Kraft hatte. Also man hatte jeweils nicht die Kräfte, weil die Rote Armee hat natürlich erstmal Moskau verteidigt und dann ging es um Stalingrad und dann ging es um die Befreiung von Kaukasus wegen der Erdölreserve und. Also das war dann im Süden und in der Mitte die Hauptschwerpunkte. Also es war so eine Mischung von mal eine Attacke, mal ein Vorstoß, aber nicht wirklich ernsthaft und im Übrigen Stellungskrieg. Und sie schreiben auch, dass die Leningrader konnten teilweise bis zur Front mit der Straßenbahn fahren. Also die war ja ganz dicht dran, ohne dass sie wirklich versucht hätten, die Stadt dann weiter zu erobern.
Wenn jemand von Ihnen die Deutsch-Israelische Gesellschaft noch nicht so genau kennt, da auf dem Tisch zum Ausgang hin habe ich ein paar Sachen noch hingelegt, Broschüren, Material, können Sie sich gerne noch etwas mitnehmen. Ich erzähle nicht, was wir noch alles vorhaben die nächste Zeit, weil Sie kriegen alle den Rundbrief meistens. Wer den noch nicht bekommt, nehmen Sie das Prospekt mit, schreiben Sie uns, dass Sie die Mitteilung kriegen. Wir wissen von den meisten Dingen noch nicht, ob und wie wir sie durchführen können. Sie verstehen, die nächste Sache über den Holocaust in Belarus werden wir über Zoom machen. Da kommt die Einladung nochmal. Ich bedanke mich sehr, dass Sie trotz der widrigen Umstände hier waren. Sie werden das sicherlich ja auch so aufgenommen haben. Es ist sehr schwer, sich das wirklich vorzustellen, was man da hört. Aber gerade die Geschichte von Leningrad, über die wir wenig wissen und wenig gehört haben, sollten wir Ohren noch finden. Wir werden es deswegen auch, Jan Kranefeld hat es aufgenommen, wir werden es ins Netz stellen, also wir werden es weiter verbreiten. Und bleiben Sie bitte gesund. Alles Gute. Dankeschön.